Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder einen Vlog. Wer hätte es gedacht? Wir haben Samstag und ich habe ein bisschen was geplant. Ich hoffe, dass ich das alles so hinkriege, wie ich mir das vorgenommen habe, weil das halt wirklich ein bisschen schwierig immer ist, vor allem momentan. Ja, ich dachte mir aber, ich nehme euch einfach ein bisschen mit. Jason hat meine Vase kaputt gemacht mit den Kunstblumen. Er hat heute auch schon wieder Scheiße gebaut, deswegen lief schon die erste Waschmaschine. Dann werden heute noch hier die zwei Schränke abgeholt. Wieder. Die stehen schon was länger bei uns hier in meinem Sportzimmer, deswegen ja, ist es da jetzt sehr, sehr leer, wie man sieht. Ja, und hier liegen auch die Kunstblumen von mir. Because, wie gesagt, Jason hat die Dingens kaputt gemacht und jetzt liegt er da hinten, als wäre alles in Ordnung, als wäre nichts passiert. Finde ich ja ganz schrecklich, ne? Also dieser Kater, der ist wirklich schlimm. Ich weiß nicht warum, aber der hört einfach gar nicht, ne? Der macht wirklich sein Ding, es juckt den einfach nichts. Und ja, so viel dazu. Aber ich dachte mir, wie gesagt, ich nehme euch ein bisschen mit. Ich wollte halt im Wolwort mal nach einer neuen Vase gucken. Ich weiß gar nicht, ob die sowas haben, aber bestimmt. Also der Wolwort hat eigentlich immer alles. Ja, deswegen werde ich, denke ich mal, in den Wolwort gehen. Ich muss zum Fressnapf, ich muss zum Kaufland. Ja, ich glaube, das war's. Das sind so die Sachen, die ich angehen muss. Wir haben... Meine Uhr will nicht. Wir haben 8.33 Uhr. In Düren macht alles erst in einer halben Stunde auf. Ich habe nichts gefrühstückt. Ich werde auch nichts frühstücken. Deswegen würde ich jetzt sagen, mache ich mich ready und überlege halt, was am besten ist. Ich glaube, am besten ist, wenn ich erstmal in den Fressnapf und in den Kaufland fahre, damit ich das halt hinter mir habe. Weil das so das Wichtigste wäre. Wir brauchen nämlich für Jason halt neues Katzenstreu. Wir haben nur noch eine Packung und ich glaube, die ist fast leer. Deswegen muss ich da auf jeden Fall hin. Ganz, ganz dringend. Und ich überlege die ganze Zeit, ob ich ihm wieder ein zweites Klo kaufen soll. Wir hatten das Thema schon damals in der alten Wohnung. Und da hat unsere Tierärztin halt gesagt, er braucht ein zweites Klo. Ja, der Prinz, der braucht ein zweites Klo. Könnt ihr euch das vorstellen? Und dann haben wir ein zweites Klo geholt und dann ist auch tatsächlich nichts mehr vorgefallen. Aber wir wohnen ja jetzt hier schon seit Februar. Ja, Anfang Februar. Und ja, der hat halt heute in die Sporttasche von Vladi gepinkelt. Ich verstehe das halt nicht. Der hat da reingepinkelt und vor circa einem Monat, ja, vor circa einem Monat hat der in die Dingens gepinkelt. In die Kühltasche von meinen Eltern. Ja, also ich finde das halt, wie gesagt, ganz komisch, weil der normalerweise ganz normal aufs Katzenklo geht. Und das ist auch sauber und keine Ahnung, was sein fucking Problem wieder ist. Falls ihr irgendwie Tipps habt oder wisst, woran es liegen könnte, schreibt mir bitte. Wirklich, ich habe so einen Hals, ehrlich. Ich bin so sauer, weil es mich einfach so übertrieben nervt, dass der überall kratzen muss, dass der hat alles, der hat Spielzeug, wenn du mit dem spielst, hat der da keinen Bock drauf. Also es ist so wie ein richtig bockiges Kind, ehrlich. Ja, so viel zu dem Thema. Ich mache mich, wie gesagt, jetzt ready und dann sehen wir uns, wenn ich hoffentlich losfahre. So, ich bin angezogen. Der mich auf TikTok verfolgt, weiß auch, dass ich seit drei Monaten keine Jeans mehr getragen habe oder generell keine normale Hose mehr. Also ich trage immer nur noch Leggings oder Joggingboots. Also Hauptgrund ist eigentlich nur der, dass das halt alles sonst hier richtig übelst drückt. Und das passt mir gar nicht. Das tut halt einfach übertrieben weh. Deswegen ja, habe ich dann einfach übertriebenen Druck auf meinem Magen und Darm und deswegen habe ich dann halt übertriebene Schmerzen und habe es dann einfach gelassen. Ich habe es noch nicht mal mehr ausprobiert, ehrlich gesagt, eine normale Hose anzuziehen.
Ich muss jetzt die Wäsche noch schnell abhängen und dann die Sachen von Vladi zum Trocknen hier hin tun. Und dann fahre ich eigentlich auch schon los. Ja. Ja. Ich habe, ich weiß nicht, kennt ihr das als Kontaktlinsenträger? Aber manchmal ist die Kontaktlinse so nervig und dann dreht das Auge und dann tut das komplett weh. Und das habe ich jetzt gerade wieder rechts. Ich verstehe das nicht. Aber ja, ich mache mal kurz die Wäsche und dann sehen wir uns gleich. Und hier sitze ich wieder. Und warte, bis ich losfahren kann. Och man. Ja, wir sehen uns gleich. Ich sag's euch, wie es ist. Absolutes Erfolgserlebnis. Ich war gerade schon im Fressnapf. Und ich war im Turm. Und da ich nicht zweimal in den Turm wollte, habe ich so Abdeckungen, weil im Badezimmer haben wir oben so Kabel runterhängen. Und das Problem ist halt, dass das einfach scheiße aussieht. Und ich das endlich abgedeckt haben wollte. Habe ich mich erstmal fett blamiert, weil ich nicht wusste, wie das aussieht und so. Habe ich einfach zwei Sachen genommen, die ungefähr so auch rund waren und weiß. Bin dann zu einem Typen hingegangen und meinte so, sind das die Dinger zum Verstecken der Kabel? Und der so, nee, junge Dame, da sind sie falsch. Das ist was anderes. Ich so, hoppala. Aber ich war in der richtigen Richtung. Und die waren günstiger als das, was ich genommen habe. Perfekt. So, jetzt schnell zum Kaufland. Es regnet schon. Aber immerhin habe ich jetzt das, was ich schon seit Februar machen wollte, habe ich jetzt gekauft. Ich habe einen Adventskalender. Ich zeige euch gleich, was ich gekauft habe. So, Kaufland, check. Jetzt ab nach Hause und dann zu Fuß zum Wollwort. Ey Leute, ich muss euch sagen, immer wenn ich aussehe wie der letzte Penner, so wie heute, begegne ich Leuten, denen ich nicht begegnen sollte. Ja, nur kurz am Rande. So, ich bin zu Hause und ich habe euch ja gesagt, ich zeige euch kurz, was ich gekauft habe. Einmal die Elite-Kekse für Vladi, weil der die übertrieben liebt. Dann habe ich ihm noch Schlümpfe gekauft und meinem Papa. Es gab einfach eine riesengroße Packung von denen hier und der mag die übertrieben. Das sind so seine Lieblingsgummibärchen. Deswegen habe ich sie dem gekauft. Dann neuer Versuch von Katzengras. Ich hoffe wirklich, dass das wächst, weil ich habe ja Katzengras gekauft. Das ist auch gewachsen, aber seht ihr das? Das ist scheiße wieder. Das ist scheiße. Und ich muss sagen, das liegt nicht an mir. Es liegt einfach nicht an mir. Katzengras ist einfach scheiße. Ehrlich. Ja, dann habe ich Miam Miam Leckerlis für Saskias Katzen gekauft, weil wir ja den... habe ich euch gar nicht gesagt. Wir haben einen Katzenbrunnen von ihr bekommen. Das ist zwar ihr Alter, aber ist halt so ein Geben und Nehmen. Ne? Deswegen habe ich so eine Kleinigkeit für die Katzen geholt. Dann, wie gesagt, hier diese Dinger und das ist halt, um oben an die Decke das ranzustecken. Ich glaube, das machen wir jetzt gleich direkt mal zusammen, damit das erledigt ist. Und da ich nicht zweimal fahren wollte, habe ich halt das Große und das Kleine genommen. Und es hätte das Kleine wäre es gewesen. Ich wusste es. Ich habe ihm sogar noch gesagt, es ist das Kleine und er gibt mir das und... Ich habe dann trotzdem Panik geschoben und dachte mir so, ja nee, komm, dann brauchst du doch das hier. Aber irgendwie glaube ich, dass das nichts wird. Also falls ihr nicht wisst, was ich meine, da oben hängen halt die Kabel so runter. Und ich komme da glaube ich gar nicht dran. Da fehlt ein Stück. Da ist das Loch. Hier bin ich. Och Mann. Ist mich hier drauf zu stellen, ist das... Oh, wenn ich gleich runterfalle, habe ich es wenigstens teilweise auf Kamera, ne? Ah! Oh! Nee. Nee, Kinders, der hat mir das Falsche Oh! Gefährlich, gefährlich, macht das nicht nach. Ich schaffe euch, der hat mir das Falsche gegeben. Ich sag's euch, wie es ist. Ich hatte am Anfang das Richtige. Das kann man da gar nicht reintun. Du hast mich verarscht.
Du hast mich verarscht. Scheiße. Ich habe mich so gefreut. Für den Arsch. Mann. Das regt mich gerade so auf. Das regt mich gerade so auf. Mann. Ich muss gleich meinen Papa anrufen. Muss ich fragen. Ja, toll. Ja, und dann habe ich ihm halt Essen gekauft, ganz viele Dosen und ein bisschen was an Spielzeug. Ich weiß nicht, ob er damit spielt. Aber wenn er nicht damit spielt, dann hat halt der Kleine hier von meinen Eltern Glück gehabt. Und dann habe ich noch zwei Duftkerzen geholt. Weil Duftkerzen gehen immer. Und als würde das nicht reichen. Er war frech, der Kater. Er war wirklich frech. Er hat das nicht verdient. Aber ich habe ihm schon einen Adventskalender gekauft. Er hat ihn wirklich nicht verdient, wenn wir mal ehrlich sind. Aber ich konnte einfach nicht dran vorbeigehen. Ja. Ich habe dann übrigens noch mehr Duftkerzen gekauft. Ich liebe Duftkerzen. Ich habe mir ein Buch gekauft, Leute. Ich habe mir ein fucking Buch gekauft, ja. Jetzt gibt es erstmal Frühstück, weil ich habe echt Hunger. Ich habe wirklich Hunger, aber ich packe das jetzt erstmal alles ein und rufe meinen Papa an. So, Kinders, ich habe mit meinem Papa telefoniert. Das, was ich als erstes in der Hand hatte, war wohl richtig. Und der Mann hat mir was Falsches gegeben, wahrscheinlich, weil er mich falsch verstanden hat. Oh, dann habe ich jetzt zwei Dinger umsonst gekauft. Und das hier sieht immer noch so scheiße aus. So eine Kacke. Ey, Leute, ich kann nicht mehr. Jetzt kommt da gerade eine Frau mit ihrem 11- oder 12-jährigen Kind. Und hat die Schränke abgeholt und die sind halt übertrieben schwer. Die sind wirklich übertrieben schwer. Mein Papa hat die ja selber gebaut, ne? Das ist ja wirklich gutes Holz. Ja, Fazit, ich habe geholfen beim Runtertragen. Und der Schrank ist nicht ganz heile unten angekommen, was aber nicht an mir liegt, weil der schon vorher gefühlt 5-6 Mal runtergefallen ist. Aber ja, ich bin froh, dass das erledigt ist. Ehrlich. Ich kann nicht mehr. Ich war übrigens gerade noch im Rewe und habe ein bisschen was für Halloween gekauft, damit die Kiddies, falls welche kommen. Deswegen habe ich auch extra die Sachen genommen, die ich halt auch esse. Das ist wichtig. Ich habe halt Mao angekauft. Einfach so Lutschbonbons. Nimm zwei natürlich. Und ich dachte, Brause wäre vielleicht auch ganz cool. Ja. Und ich habe für uns Donuts geholt. Ja. Deswegen war ich gerade noch schnell unterwegs. Habe das alles geholt. Und bin jetzt fix und fertig. Ich kann nicht mehr. Ich spiele jetzt ein bisschen mit Jason und dann muss ich schon Essen machen. Wir haben uns Raps gemacht. Seid ihr Team einfach alles durcheinander drauf oder richtig schön geordnet? Alles nach Plan. So, ich war gerade auf TikTok noch live und ich dachte mir, ich zeige euch noch mal kurz meinen Spagat, weil da immer so viele Leute nachfragen und ich bin halt gerade aufgewärmt. Also, Kinders,
Ich bin immer noch im Spagat. Einmal. Der mittlere, oh Gott. Ich glaube auf jeden Fall, ich komme ein bisschen tiefer, oder? Ja. So sieht's aus. Ich gehe jetzt duschen. Noch ein paar Liegestützen. Hast du das gesehen? Guten Morgen. Ich mache mich jetzt fertig und fahre dann zu meinen Eltern. Aber vorher muss ich noch meine Glückskarte für heute aufmachen, Kinders. Und zwar habe ich ja hier der geile Scheiß vom Glücklichsein. Also, jetzt steht hier, finde, das ist durchgestrichen, jemanden, das EN ist durchgestrichen, der dich glücklich macht und dann ist das quasi, sei jemand, der dich glücklich macht. Also, ne, Kinders? Manchmal wünsche ich ja schon, ich würde wieder die Russin aus mir raushängen lassen mit Kleid und allem, ne? Aber macht man nichts. Das Positive heute ist, aufgrund der Zeitumstellung bin ich das erste Mal seit Monaten, wirklich ungelogen seit Monaten, das erste Mal pünktlich bei meinen Eltern. Weil ich bin eine Stunde früher da. Ja, also sind die kleinen Dinge im Leben, ne? Guck mal, Leute. Einfach schon für Halloween. Passt auf. Man kommt hier jetzt hin. Look at this. Ist die an? Also hier auf jeden Fall alle schon für Halloween vorbereitet, ja? Wenigstens einer spielt mit den Sachen, die ich kaufe. Das muss ich Jason mal zeigen, wie man damit spielt. Wir basteln gerade Geister. Guckt, ich habe einen Geist gemalt, Leute. Oh, man sieht das gar nicht, aber Nicole schneidet den jetzt aus und dann zeigen wir euch den nochmal. Nein, das kannst du damit so löschen machen, bitte. Aber hier auf dem Rand. Mach mal auf dem Rand. Oh. Guck mal hier. Schau mal hier mit Mama. Guck mal, Leute, das ist der erste Geist. Das war nicht der erste Geist. Ja, ist doch egal, dass ich den zuerst gemacht habe. Und das ist der andere. Ja. So, Kinders, ich bin wieder zu Hause. Ich schneide jetzt das Video für euch, dass ihr das morgen direkt, heute, dass ihr das gleich direkt sehen könnt. So, weil Jason, hör auf zu kratzen. Ja, da darfst du kratzen. Wie gesagt, ich schneide jetzt das Video, damit ihr das heute noch sehen könnt. Ich wünsche euch auf jeden Fall denjenigen, die Feiertage haben, schöne Feiertage, die Halloween feiern, schönes Halloween-Fest und würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.